diese Verschlüsselungen, die sind hintereinander gehackt wie eine Kette, darum Chain, und jeder Element der Kette, jedes Element der Kette ist ein Block. Und die Blocks sind über die Kette miteinander gekoppelt und alle Transaktionen, die jemals stattgefunden haben, sind in dieser Blockchain verschlüsselt und sauber nachvollziehbar, für jeden einsehbar. Das gibt enorme Sicherheit. Wobei ich mich frage, die Anzahl der Bitcoins ist doch gedeckelt, wenn ich es richtig sehe. Wieso lohnt es sich dann noch zu schürfen, weil es noch nicht ausgeschöpft ist? Ja, also ich stecke Rechenleistung rein, bekomme Bitcoins raus. Die Anzahl der Bitcoins ist gedeckelt, das heißt, alle paar Jahre wird die Belohnung runtergesetzt. Die Rechner werden schneller und die Belohnung wird weniger. Das ist also immer, das ist wie so ein Mühlrad oder wie so ein Hamsterrad. Ich kann mehr und mehr rechnen und die Belohnung geht runter, so dass irgendwann mal dieses Ziel von 21 Millionen Bitcoins ungefähr erreicht ist und dann ist auch Schluss. Bei Herrn Draghi und bei Frau Yellen weiß ich nicht, wie viel Geld die drucken. Wenn sie Lust haben, drucken sie mehr und das kann inflationieren. Bei Bitcoin weiß ich, da ist irgendwann mal Schluss. Und mein Gedanke jetzt, das Angebot an Bitcoins ist begrenzt, die Nachfrage tendenziell unbegrenzt, da kann der Kurs meiner Ansicht nach noch weiter steigen. Also ich frage mich immer, wie lange die Zentralbanken das einfach so laufen lassen, wenn es wirklich erfolgreich werden sollte und noch weiter um sich greift. Ist meine Meinung zumindest, dass die Zentralbanken auf ihre Autorität in Währungs- und Geldpolitikfragen nicht verzichten werden und irgendetwas tun werden. Ja klar, man kann es verbieten. Und das finde ich interessant. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass ja China ein bisschen eingegriffen hat in die Bitcoin-Handelbarkeit. Russland hat ein bisschen Druck gemacht. Und jedes Mal geht der Bitcoin ein bisschen runter und kommt dann wieder. Weil die Leute haben ein elementares Bedürfnis, ihr Geld vor dem Staat zu schützen. Wenn ich jetzt Inder wäre zum Beispiel und mir sind gerade die Geldscheine letztes Jahr entwertet worden, würde ich sagen, ich brauche eine Alternative zu meinem Staat, zum staatlichen Geld. Dann tue ich es doch in Bitcoin. Und bei meinem nächsten Auftrag lasse ich mir ein bisschen was in Bitcoin bezahlen statt in indischen Rupien. So, da habe ich das Geld zur Seite geschafft. Da macht das der Chinese so, der Russe macht das so, der Europäer, der Drogenhändler auch, der Pornolieferant macht es. Überall auf der Welt sagen Leute, ich muss mein Geld an die Seite schaffen. Und das kommt dann langsam in die reale Wirtschaft zurück. Zum Beispiel zum Kauf von Häusern oder vielleicht auch mal zum Aktienkauf in einiger Zukunft. Und natürlich entsteht eine echte Gefahr für die Notenbanken. Und ich glaube, sie können sich nicht dagegen wehren. Es ist wirklich eine Gefährdung des staatlichen Monopols.